Moin Moin Sekiro, Soulspawner, hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV. Mit einer Überraschung, Lies of P jetzt schon anspielbar auf der PS5. Geht auf das Spiel und dann die drei Pünktchen, wenn ihr die PS5 noch nicht so lange habt. Dort kommt ihr in ein Menü, wo dann auch der Punkt Demo runterladen steht, was ich gemacht habe. Ja, die berühmte Romanfigur, die Lügennase von Meister G. Hier einmal keine Ahnung, wie verpackt geschichtlich. Wir werden zumindest mal reinschnuppern können. Ich drücke meine beliebige Taste. Ja, 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 ja. Und schauen wir mal. Hatte sich im Vorfeld ja als am Lügen. Ja. Achso, das sollte genau, das soll auch entscheidend sein im Spiel. Ob ihr lügt oder ob ihr die Wahrheit sagt, das soll auch Einfluss haben auf so einige Gesprächs- und Story-Verästelungen. Can you hear me? Butterfly-Effekt, mal anders. Geppetto's Puppet. We need your help. Chaos-Theorie. Mal anders aufgezäumt hier. Schon hat die Puppe Leben. Oh, schön, schöne Grafik. Wo war ich stehen geblieben? Ja, das hatte sich im Vorfeld ja schon als für mich, zumindest was ich so gesehen habe, Bloodborne Steel Rising Mischmasch angekündigt. Kann ich laufen? Nein. Linker Stahlarm. Okay, ist Energie abgezogen worden. Achso, das ist auch noch untersuchbar. Ne, noch kann ich nicht viel machen. Dann untersuchen wir das mal. I see they got Jiminy too. But my name is Sophia. Please come to Jiminy, please escort him to the hotel. Okay. Sophia. Lorraine. Let's get you out of there. Kann das gehen? Lass uns hier weg. Finde etwas, das helfen könnte. Ja, eine Waffe wäre so etwas. Oder meine Lügennase. But the streets are not safe. It'll be helpful on your way to the hotel. Pfad der Grille, Ausgewogenheit. Pfad des Bastards, Geschicklichkeit. Pfad des Sweepers, Stärke. Das ist so eine Stichwaffe. Ich habe mich schon entschieden. Rapiermäßige Dinge. Sprint. Oh, das ist doch wie bei. Ist das Blattmann? War das auch auf? Normaler Angriff R1, Spezialangriff R2, Sturmangriff. Das probieren wir gleich mal. Sturmangriff R2 gehalten und durchhalten. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wo da Lebensenergie wegging. Und das hier. Boah, ist das eine Mini-Rolle. Ja, das ist eine Pseudo-Rolle-Spiel. Pseudo-Rolle. Roll auf der Stelle. Eine Pulszelle. Okay, das ist für LP. Klasse. Ach, das kommt zurück auf R2. Das finde ich jetzt nicht so gut. Ich will ja gerade Damage machen mit dem schweren Stach. Wieso macht er nach dem Stich denn einen Rücksprung? Okay. Das will ich jetzt nicht so gut auf R2. Gürtel benutzen. Ja, das ignorieren wir erstmal. Es kommt später dann mal zum Einsatz. Erstmal ein bisschen was sehen. Ich habe auch nicht so viel Zeit. Spät ist das? Ja. Halbe Stunde ungefähr will ich reinschnuppern. Vielleicht etwas länger. Falls wir zum Boss kommen. Okay, ja. Ist auch nicht unbedingt schlecht. Das Search war es, glaube ich, an den Krallen so, ne? Dass man dann zurückgesprungen ist. Kann im Bossfight auch von Vorteil sein, aber. Ach so, drei blaue Balken, die hatte ich in der Demo auch schon mal gesehen.
unter dem Grün, unter dem Ausdauerbalken. Da kann man, glaube ich, irgendwelche Spezialfähigkeiten aufladen. Schießt der? Denn der weiße Balken auch noch? Rechts über der L und Dreieck gibt es auch noch einen blauen. Oh, das wird komplex. Das wird komplex. Haha, gesehen. Nein. Hast du auch Probleme gehabt? Was war da los? Nee, war die wirklich weg? 1, 2, 3. Nee, war nicht weg. Die Wand kaschiert. Ich weiß es gerade nicht. Termit? Kann ich mir das auf die Waffe schmieren? Ist erstmal nicht wichtig. Wir wollen ein bisschen was vom Spiel sehen. Mechaniken will ich kennenlernen. Also wirklich. Agil rollt er ja nicht. Alles klar. Auch über Steel Rising und über Souls. So, sah so aus, als ob er noch ein bisschen Restenergie übrig lässt. Nee, wird dann auch noch rausgezapft. Rausgestochen. Ja, fast besser, die den schnellen Schlag zu spammen. Notiz eines Passagiers. Ja. Schleichen wir uns nochmal an. So, ne? Achso, fixiere ich auch. Genau. Ich auch noch. Boah, ist das ein kleiner Ausweichschritt. Boah, ich dachte, der ist auferstanden. Der andere. Und die Waffe ist ja sowas von schnell. Ja, das ist der Vorteil. Umsonst nehmen die Speedrunner bei Dark Souls 2 den hier die Stichwaffe. Mit 4 kann ich mich also heilen. Der weiße Balken da unten rechts ist schon auf der Hälfte. Überall in Krat gibt es Türen und Leitern. Ja, alles klar. Die schließen wir mal auf. Schon was gefunden dafür? Fabelkatalysator. Gut. Oh, das ist noch ein Item. Feiner. Boah! Ich bin wieder am Anfang raus. Hatte ich jetzt so eine Art Schlüssel gefunden oder nicht? Was ist das? Ich kann mal einen Boss sehen. Boah, die Rolle ist für ein, wirklich für ein Nix. Die hätten sie schenken können. Das ist ja wirklich. Okay, auf geht's, komm her. Where are you, mein Freund? So blocken kann man bestimmt auch noch. Ne? Oh, kann ich den wegstellen? Warte mal. Haha. Oh, es ist ganz schön sperrig, du. Alter Schwede. Okay, haben wir noch den L und Dreieck. Trick. Okay. Irgendein besonderer Bereich zu sein, aber. Okay, ich hab's nicht verstanden.
keine Heilung mehr. Ja, der war in irgend so einem... weiß umrandeten Bereich. Schritt ist sehr, sehr klein. Oh, das wird echt. Okay, blocken kann ich. Was ist denn auf der anderen? Ach, genau, da war ja dieser linke Stahlarm. Ach so, das wollen wir wahrscheinlich kombinieren, oder? Schlag und R2. Wenn man beides drückt, dann kommt trotzdem der Stahlarm zum Vorschein. Okay. Mein Leuchtfeuer. This is called a Stargazer. Jo, alles klar. Ja, es ist wie gehabt. Das kennen wir. Jo, ich will mal ein paar Level machen. Wie wär's damit? Stärke. Was entspricht Stärke hier? Stärke entspricht hier Ausdauer. Öfter mal was Neues. Eigentlich verbraucht die Waffe nicht viel Ausdauer. Macht die Vitalität ein bisschen. Kriege ich ja EP, ne? Ja. Oder was haben wir sonst noch? Maximale Ladung. Gewicht, Legion, okay, Entschlossenheit. Das ist auch für einen physischen Angriff. Aber Entschlossenheit, B-Technik. B-Technik, was skaliert mit C oder was soll das in der Mitte heißen? Das ist mir jetzt zu fummelig. Ich gehe mal den sicheren Weg hier. Vitalität. Das geht immer. Ah, da ist schon wieder einer. Krass, machen wir das mal. Die Waffe ist ja sowas von OP. Die stagger ich ja permanent. Dich stagger ich auch. Oh, natürlich. Aha. Höhle. Da ist auch was los. Hallo? Klares Ergo-Fragment. Ist das meine... Ich kann mich nicht so richtig an diesen Rückwärtssprung gewöhnen. Gürtel-Item benutzen. Machen wir später. Aber ich will schon den schweren Schlag. Was der macht? 114? Ja, zu 84 ist schon deutlich mehr. Warte mal, die will ich mal schnell wegwerfen. Überhaupt was nicht. Egal, wir können gar nichts machen. Die Waffe ist okay. Ergo-Fragmente. Gehen wir bei der Ergo-Versicherung ab. Zusatztasche haben wir auch noch. Ja, auf jeden Fall stimmungsvoll. Also erinnert mich am ehesten noch an Bloodborne von der Stimmung. Das ist schon mal sehr gut. Stimmungstechnisch hat es mich abgeholt. Mechaniktechnisch. Kampfsystem. Oh, die weiß ich noch nicht. Benutze Klingen Fabelkünste. Dreieck während des Blockens gibt auch noch. Dann machen wir den Griff Fabelkunst. Wenn wir so Dreieck drücken, machen wir also den. Was ist das für ein Vogel? Sollte ich da gerade die Fabel machen? Oder was?
Was? Du warst gar nicht so schlecht, der Rückwärtssprung. Das haben die doch ganz gut. Nee, doch nicht. Ist doch nicht mehr perfekt. Ich glaube, gleich mal so ein. Was war's? Dreiecksschlag mal, genau. Sicher ausweichen muss man sich echt fünfmal überlegen. Ach stimmt, ich hatte auch gehört, glaube ich. Das ist schon auch auf Blocken aus, das Spiel. Stimmt. Ich meine mich an so einen Bericht zu erinnern. Je perfekter ihr blockt, desto... Der perfekte Block ist, glaube ich, hier so eine Art Konter auch. Ich bin gar kein Blockspieler. Ja, nützt ja nichts. Entweder wird man hier zum Blockspieler oder fummelt sich da anders irgendwie durch. Muss ich mir was einfallen lassen. Attacke! Aber so weit sind wir noch nicht. Oh, Schießer. Ich komme später. Wieder ein Fabelkatalysator. Ach, sie kommt hoch. Auch nicht schlecht, die KI. KI. Geht hier nicht in Dark Souls, so gefährlich seid ihr auch nicht. Für diese Waffe hier. Wo liegt noch was? Da kam ich doch noch nicht. Thermit ist eine Art Feuer für den. Ich fühle auch meine blaue Leiste auf, sehe ich gerade so ein bisschen, aber nur. Für meine Trickschläge. Springen kann der Charakter nicht irgendwie. Nee. Warte mal. Dringliche Reparaturwerkstatt. Oh! Ich sehe gerade, mein weißer Balken geht weg. Ist das wie bei Souls 2 oder was? Dass ihr die Waffen reparieren müsst? Bitte nicht. Bitte nicht. Ich kann es kurz orientieren. Von da oben kam ich. Nee, kam ich nicht. Leute, lass mich doch mal am Leben. Ich will ganz kurz mal hier. Mit der Waffe kann ich nicht mehr so viel kämpfen. A powerful parade puppet is blocking the entrance, and that's the only way in. So please, be careful. Stecker dich. Hä? Die Waffe ist kaputt, deshalb. Oh no. Oder? Nee, nochmal ich damit, oder? War so ganz komisch, wischt er nur noch. Bist du denn vor einer? Okay. Ich würde gerne meine Waffe reparieren. Also kann ich nicht weiterspielen. Warte mal. Ausrüstung, was haben wir denn hier? Was ist denn das für ein... Also das ist die... Pulszelle, das ist genau diese Lampe, die habe ich ja am Anfang da bekommen. Letzte Zuflucht. Scheint ja auch keine Lust, das jetzt zu lesen, eine Art Heimkehrknochen zu sein, ne? Ja, lassen wir es mal. Ich brauche irgendwas, einen Schleifer. Ja, genau, das ist gut. Das ist das Ding. Dann reparieren wir mal. Ja, der ist doch da, der Schleifer. Genau, da ist er. Genau. Ach, muss ich gedrückt bleiben. Gut. Okay. Hello du bist there. Welcome to ein wandernder Händler. I didn't think there were... You didn't hear? You ought to buy something.
Ja. Out here alone? Was hast du denn? Wurfzelle. Elektroblitzschleifmittel. Vorübergehend mit Elektroblitz. Ja, das ist gut. Da kaufen wir mal 2 von. Die gleiche ausrüsten? Leider nicht. Ach stimmt, hatte ich auch gehört. Ihr könnt hier alle Teile, ich sehe jetzt gerade eine Waffe und ihr habt einen Griff. Ihr könnt auch den Griff an andere Waffen ranmachen und so weiter. Ihr könnt hier beliebig kombinieren. Großschwert, ne, das hätte ich ja am Anfang auch haben können, wenn ich den anderen Char genommen hätte. Ja, das ist ja, die Rapier habe ich ja. Was ist das hier? Säbelklinge. Okay. Ne, das war es eigentlich schon. Ich will auf jeden Fall, wie kommen wir denn da nochmal rein? Was ist das? Das kann nicht wie ich. Da switche ich zwischen den. Ich will hier noch. Anderes Menü. Nein, ich will den. Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Das ist ein doppeltes Menü wie bei Nioh 2. Ist an sich ganz cool. Aber ich will das gerne. Wo ist das von eben? Aus der Tasche. Das möchte ich. Nein, ich möchte es nur ausrüsten. Auswählen. Ich will es nicht benutzen, ich will es hier irgendwie ins Menü bringen. Warte mal. Da, meinetwegen. Meinetwegen in den Gürtel. So. Jetzt habe ich das da oben drin, oder? Jetzt hoch, die müsste ich da hinkommen. Ja, alles klar. Gut, wunderbar. Dann haben wir so ein bisschen was. So, wie ist er weiter? Yes. Wir stellen Paradepuppen vor. Ja, das sieht doch cool aus. Auch noch ein kleines Team gemacht, das Spiel. Das soll aber nicht entschuldigen, dass ich mit den Mechaniken noch nicht so ganz warm werde. So, das ist eine Abkürzung, ne? Hier war ich. Alles klar. Ja, ja. Okay. Gegner dürften auch keine mehr da sein. Die spawnen ja. Ja, machen wir nochmal einen Stufenaufstieg. Da ich keine Ahnung habe, was ich machen soll, nehme ich mal Vitalität. Technik. Was soll das werden? Aber jetzt kann ich hier nicht mehr sehen, was das werden soll. Wieso ist das hier nicht erklärt irgendwie? Was das bedeutet? Aktuelles Ergo 1400. Okay. Ja, lassen wir erstmal. So, ich kam von dort. Dort kam ich. Gegner spawnen auch wieder. Okay, muss wieder los sein. Die Rolle, mit der komme ich gar nicht klar. Die ist Slow-Mo und er rollt ja fast auf der Stelle. Also unter Schlägen durchrollen, das wird hier nicht so einfach werden. Machen wir mal hier weiter. Runterspringen. Da drauf. Ey. Ich finde das schade, dass ich nicht selber entscheiden kann, ob ich zurückspringen will. Das macht er auf dem schweren Schlag automatisch. Geht automatisch sogar noch weiter zurück. Als die Position, von der er gestochen hat. Ich weiß nicht. Begeistert bin ich nicht. Sonst finde ich die Waffe echt super, aber dieser Rücksprung ist ein bisschen schade, dass man den nicht selber bestimmen kann, ob man ihn haben möchte oder nicht.
Jetzt schon Boss-Time? Grad. Ein Grad zu viel hier. Ein Grad. Käfig. Parademeister. Genau, Farbe des Griffs. Was soll mir das bringen? Das ist ein Panierding oder was? Ich verstehe es gar nicht. Okay. So. Perfekt, mal Block. Warte mal. Hammer. Habe ich jetzt nicht so schnell gesehen. Habe ich jetzt Lebensenergie abgezogen bekommen? Ich weiß es nicht. Wenn wir perfekt blocken, dann soll das einen Vorteil haben im Spiel. Nee, das ist scheiße, R2. Dass er automatisch zurückgeht. Was ist jetzt los? Das ist echt nicht gut gelöst. Ich wurde zweimal hart zustechen. Okay. Das ist jetzt der Nahkampf, oder? Nee. Ausweichen ist aber ein kleiner. So, haben wir doch noch einen Joker, oder? Blitz drauf. Gar nicht verstanden, was ich da gemacht habe, aber irgendwas war richtig. Habe ich ihn pariert jetzt mit dem Trickschlag? Ich weiß es nicht, Leute. Hier müssen wir weiter. Schwer zu sagen. Ist mir auch ein bisschen zu konfus. Und dann gibt es auf R2 doch noch. Nee, L. Nee, warte mal. Nee, L2 doch diesen. Noch diesen Angriff, ne? Nee, warte mal. Nee, ist ein anderer. Den kann ich gerade nicht ausüben, weil ich keinen blauen Balken habe. Puh. Gut. Das soll auch nur ein Einblick werden in das Spiel. Bis zum nächsten Speicherpunkt mache ich noch. Und dann gibt es vielleicht morgen noch mehr dazu. Wenn morgen die Demo, ich weiß gar nicht, ob die Zeit begrenzt ist, ob ich die morgen noch anspielen kann. Aber sie ist auf jeden Fall seit heute 0 Uhr, also heute Nacht drin gewesen.
quasi jetzt vor. Ja, genau, nach dieser Game Show, diesem Summer Event. Ja, wo leider nicht mal Armored Core angekündigt wurde. Quasi danach, um 0 Uhr hätte man sich die schon downloaden können. Ich war nur zu müde. Deswegen habe ich das heute gedownloadet. 19 GB waren das sogar, groß. Und wollte das auf jeden Fall anspielen, das passt auch ganz gut. Ihr seht das ja selber auf meinem Kanal. Da liegt einer. Ich habe jetzt seit 11 oder 12 oder 13 Tagen nichts mehr reingestellt. Puppen verboten, keine Energie mehr. Okay. Küssen verboten? Nein, Puppen verboten. One more thing I should mention. Eines sollte noch erwähnt werden. The hotel security excludes puppets. Ach so, das meint er damit. Ach, So you'll have to lie. Ich muss to lügen, genau. Ich muss mich als Mensch. Bin ich überhaupt eine Puppe, ist die Frage. Ich habe ja so eine Art Schmetterlingsseele bekommen. Bin ich tatsächlich noch eine Puppe? Was macht den Menschen menschlich? Ja, witzig, wenn das in diese Richtung geht, die Story nachher. Wird's interessant. Steckt da Mondschein? Stein? Ja, Item gehe ich mal alles später durch. Das mache ich alles mal später. Suche hier noch ein bisschen ab und hoffe gleich zum Speicherpunkt zu kommen. Und dann gebe ich noch mal ganz kurz meinen ersten Eindruck wieder. Beziehungsweise während ich hier so laufe, kann ich ja schon was sagen. Ja, die Mechaniken machen mich noch nicht ganz glücklich. Der Boss jetzt eben, ja. Ja klar, es sind Roboter. Das hat mich bei Steel Rising letztlich dann auch nicht gestört. Aber es ist am Anfang ein bisschen, ja, ungewohnt bei diesen ganzen ruckartigen, hakeligen Animationen. Ja. Was passiert eigentlich, wenn ich sage, ich bin eine Puppe? Die Wahrheit sage. Ach, dann machen wir mal. Na, kommt jetzt eine Selbstschussanlage? Nö, mach ich nicht. Ich verlasse nicht das Gelände. War jetzt ein Gag, ne? Wenn man dreimal da die Wahrheit sagt, dass denn jemand kommt. Und sozusagen einen optionalen Boss hier noch hättest, das wäre ja witzig. Ne, ich fürchte, ich muss lügen. Wäre ich gezwungen zu lügen. Okay. Ja, ist ein Argument. Ey, wo war ich stehen geblieben? Das Kampfsystem macht mich noch nicht so glücklich. Die Atmosphäre ist wirklich toll. Gefällt mir. Erinnert mich auch wirklich am ehesten noch an Phinesia und Bloodborne. Das sagte ich ja bereits. Die Story mit den Entscheidungen. Gut, hier wurde ich ja nun gezwungen. Eine Entscheidung, da geht ja nur mit einer Lies of P, oder war das schon die Demo? Hier würde ja auch passen für einen Eindruck. Hier wollte ich sowieso aufhören. Ja. Lenny, bleib mal da liegen. Nein, nicht mehr die Capture Card laufen. Okay. Ja, am Lügen. Politikerbarometer geht gerade hoch. Hui. Schön, das ist die Sophie, hieß sie oder Sophia, die mich am Anfang da besprochen hat sozusagen. Ist sie das? I'm so happy to see you. I am Sophia. Ja, genau, ist sie. I've been waiting for you. You must have questions. Ja, Meister G. But we have to find him first. Ja. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krat is dangerous for humans. And that name. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. Wait. Take this pocket. Krat is a labyrinth of peril right now. Be careful. Clip. Ist mich Schlauberger genannt? Oh. Da ist der Speicherpunkt. Wunderbar. Ist hier denn unsere Art
Jetzt können wir uns theoretisch auch schon zum anderen teleportieren, oder wie? Ja, genau. Gut, nee, ich will eigentlich schließen. Ich wollte eigentlich hier speichern, mich ganz kurz nochmal an der schönen Optik ergötzen. Ja, toll. Jetzt bin ich wieder vom Faden abgekommen. Musikalisch kann ich noch gar nicht so viel sagen. Was ist das hier? Okay, das scheint ja alles noch ein bisschen komplexer zu werden. Ja, Kampfsystem... Ach, weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Überzeugt mich noch nicht so. Also gerade der Ausweichschritt, der ist sehr, sehr kurz. Wenn ich das richtig beobachtet habe, bekommt ihr beim Blocken etwas Damage. Außer ihr macht es perfekt. Achso. Von hier kam ich ja. Okay, ich will da rein. Musikalisch? Effekte sind bisher gut. Achso, was wichtig ist, die Rückmeldung der Waffen. Ja, schwer zu sagen. So ein Rapier. Also gut, hat auch in Souls nicht so eine tolle Rückmeldung, ne? Schwer zu sagen. Hätte man vielleicht eine brachialere Waffe mal nehmen sollen. Kann ich auch noch nicht so viel zu sagen. Gut, zu den Animationen, das sind halt Roboter. Das hat mich ja mein Steel Rising gesagt. Ich habe bereits auch irgendwie nicht mehr gestört nachher. Es ist halt alles ruckartiger, abgehackter. Das liegt in der Natur der Gegnerart. Grafisch schön. Soundeffekte. Was ich so, oder die dezente Musik im Hintergrund war häufig dezent. Sehr unterschwellig. Schwingt da immer was mit. Auch schön. Ja, bisher ein guter erster Eindruck. Kann ich wirklich insgesamt festhalten. Gut, der Boss hatte jetzt nicht so viele, ne? Er hat auch nicht viel gezeigt. So viele verschiedene Moves. Dieser... Was hat der gehabt? Ja, der springt da manchmal hin, schmeißt sich auf den Boden, dann ist er da. In der zweiten Phase ist er nochmal wild rumgekurbelt, hat er sich nochmal ein bisschen aggressiver verhalten. Ja, das hat so ein bisschen schon Herrenhausatmosphäre hier. Ja, atmosphärisch ist es, wie gesagt, auf jeden Fall. Ich weiß, dass ihr nachher noch so eine Art Greifhaken bekommt, mit dem ihr euch über die Dächer schwingen könnt. Ist die Frage, inwieweit das sozusagen auch Metroid-Einlagen wie Steel Rising mit einbaut. Das wäre natürlich fantastisch. Steel Rising ist wirklich... Wird immer besser, je weiter man es spielt. Mit den neuen Fähigkeiten, mit dem Dash nach vorne, mit dem... Auch eine Möglichkeit, euch hochzuziehen, meine ich nochmal. Ja, genau. Erst die Frage, inwieweit das mit eingebaut wird und... Ja. Das ist halt ja die Rolle, die stört mich wirklich. Das ist wahrscheinlich nicht so ausgelegt, dass ihr da rollen sollt. Viel. Ist schwierig. Und die Kamera eben war auch nicht ganz ideal bei dem Boss. Ja, ihr merkt es, ganz begeistert bin ich nicht, aber der Eindruck ist noch gut. Noch gut. Also ich werde auf jeden Fall weiterspielen morgen, um dann auch zu entscheiden. Also holen werde ich mir das Spiel sehr wahrscheinlich. Ist nur die Frage, ob zum Release oder nicht. Da muss es mich vielleicht noch ein bisschen mehr überzeugen, um nachher, keine Ahnung, wie das für die PS5 nachher kostet. 59 Euro oder so. Wäre okay. Dann würde ich auch so beim jetzigen Niveau vielleicht zugreifen, aber bei 69 Euro würde ich mir das echt überlegen, ob ich nicht das mir gebraucht besorge. Ich weiß gar nicht, hat das einen Mehrspielermodus? Einen Online-Modus? Weiß ich gar nicht. Das könnten wir nochmal kurz rauskriegen, vielleicht. Was einstellen mit Passwort für... Controller Anleitung beenden. Hm.
weiß gerade nicht. Ich fürchte nicht. Ich meine mich, stimmt, zu erinnern, das hat kein... Zumindest keinen menschlichen Helfer kann man rufen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, die Heilung geht schnell von der Hand. Das finde ich wiederum schön. Das ist hier wie bei Bloodborne so ein bisschen. Zack, zack. Habt ihr den Heilungspool in euch drin? Lenny, geh mal weg da. Geh mal weg da. Und... Das Ding, das war eine... Diese Lampe war das, ne? Ja. Den linken Stahlarm, den habe ich eben gar nicht eingesetzt. Stimmt, ich hätte mal probieren können, ob es so eine Kombi gibt. Ob eben linken Stahlarm und dann danach zupiekt oder so. Das wäre auch nochmal interessant. Ja, das ist... Viel kann ich jetzt wirklich nicht sagen mehr. Fällt mir schwer, einen ersten Eindruck zu geben. Also, Frames sind flüssig. Geruckelt hat das nicht, aber das möchte ich mir auf der PS5 ja auch erwarten. Ja, bevor ich da noch irgendwas aus dem Ärmel ziehe, nur um das Video zu strecken. Bye bye und auf Wiedersehen. Wahrscheinlich gibt es morgen oder übermorgen noch mehr Stuff dazu.